Die anderen sind willkommen, aber es wäre das Beste, wenn wir beide Worte wechselten und eure Schatten ruhig blieben. Nehmt eure Hände von euren Waffen, den Arkan wie den Stählernen. Sein Gesicht spannt sich mit seinem bärenfallen Grinsen an, bereit zuzuschnappen. Ich will sowieso nur Worte mit dir wechseln. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... Ich schwöre vor der... Wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr, solche Sachen auszupiepen. Nehmt's einfach hin. Ich schwöre vor der Hure, deren Name Margaret lautet, dass ich dir in ihrem Schatten nichts... dass dir in ihrem Schatten nichts zustoßen wird. Falls dir das als Versprechen reicht, falls nicht, er hält einen Stab locker in der Hand, locker in seiner Hand, der einen Augenblick zuvor noch nicht da war. Merkwürdige Gefährtenwahl, Stein scheint mir nur einen schwachen Trost zu spenden. Der Mann lächelt ob deiner Worte, dann nickt er, wobei er dich aber nie aus den Augen verliert. Ich könnte es besser treffen, aber der Weg bietet sonst kaum etwas an. Er betrachtet dich von oben nach unten und lächelt dann höhnisch. Bis jetzt. The world holds many whores we worship. Respect comes with honest titles. I bet even you have gone against instinct in exchange for a little copper. Or paid for such in countless ways. Auf der Welt gibt es viele Huren, die wir verehren. Für Respekt gibt es viele Namen. Ich könnte darauf wetten, dass du selbst schon mal für Kopfvermünzen gegen deinen Instinkt gehandelt hast. Als Paladin? Nö. Oder dafür auf unzählige Arten bezahlt hast. Das vielleicht eher. Wenn ich offense gebe, if words are all that are left to a man, then why in the Deerwood of all places he should have leave to speak them? Ich nehme jedoch Anstoß. Der Mann grinst sich fast herausfordernd an. Wenn von einem Mann nur noch Worte übrig sind, dann sollte er vor allem Dürver die Erlaubnis haben, sie auch auszusprechen. Er hat auf jeden Fall eine flinke Zunge und scheint gute Laune zu haben. Ja, gucken wir uns erstmal die Statue genauer an, denn das sieht schon etwas komisch aus. Und überraschend. Der verwobene Feuerschein von der Statue gibt keinerlei Hitze ab, sodass du dich fragst, ob dich deine Sinne trügen. Der hässliche Mann vor dir scheint es nicht zu bemerken oder zu spüren, obwohl ihm der Schweißfilm noch immer auf der Stirn steht, als ob er von innen heraus verbrennen würde. Gut, was ist mit dem Mann selber? Die plötzlichen verwobenen Flammen von der Magerstatue werfen mehr Licht auf seine Züge. Die Robe des Mannes ist schmutzig und fettverschmiert und andere Spuren der Wanderschaft trägt sie ebenfalls. Die Säume seiner Robe sind einschließlich der Ärmel von den Rändern verbrannt, als ob er eine größere Strecke durch ein Feuer gelaufen wäre, mit den Händen in die Flammen gegriffen hätte, um etwas herauszuholen. Seine Hände sind zwar dick und schwierig, tragen aber keine Brandmale. Vielleicht ist er wirklich ein Schmied gewesen. Also, ja, ich weiß, was du, wenn es ist. Aber ein bisschen Spekulation, als ob ich es so tun würde, als ob ich es nicht wüsste. Also man könnte den Eindruck haben, als ob er wirklich mal ein Schmied war. Oder ein Pyromane, der Sachen anzündet wie Statuen. Ja, er hat auch einen interessanten Stab. Der geschwärzte Stab sieht dick und robust aus. Er scheint aus geschwärzter Asche zu bestehen, die einst durch ein schreckliches Feuer entstand. Unterhalb der Asche scheinen sich im Holz Form und Muster zu befinden. Und eins ist sicher. Der Stab war einst etwas weitaus Gefährlicheres, jetzt aber nicht mehr. Irgendwas Magisches, Magie. Zauberstab. Als du ihn genauer studierst, glänzt er leicht in deinen Augen. Wie im Wasser, in dem sich das auf der Statue verteilende Licht fängt. Welche Kraft auch immer dem Stab entzogen wurde, die Gefährlichkeit nimmt ihm oder seinem Führer das gewiss nicht. Als du aufblickst, siehst du den Mann, der dich beim Studieren des Stabs beobachtet. Als ihr in Blickkontakt kommt, lächelt er humorlos und nickt. Ich habe deinen Namen nicht verstanden oder weshalb du mit mir sprechen möchtest. I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? Ich habe ihn nicht hergegeben, der Mann grunzt. Namen findest du wahrscheinlich ebenso nutzlos wie ich. Seine Hand festigt ihren Griff von dem Stab. Es ist schon schwer genug, die Namen auszusprechen, die wie Trümmer auf dieser Welt herumliegen. Und was haben sie schon zu bedeuten? Ja,
Jetzt haben wir eine falsche Aussage gemacht, die er nicht ganz so lässig nimmt, weil wir nach seinem Namen gefragt haben, als ob wir Namen eine Bedeutung schenken, seiner Meinung nach ja nicht. Ja, das Philosophische mit der Statue vorhin war ihm wahrscheinlich lieber. It's what's beneath the skin in the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. Es geht darum, was unter der Haut liegt, und die Buchstaben, die mir etwas bedeuten, brennen von innen heraus. Für mich ist es viel wichtiger, dass du ein Wächter bist, als welche Kultur oder welcher Akzent wie eine plumpe Krone deine Buchstaben verzieren. Sei stolz auf deine Tat, nicht darauf, woher du stammst. Ein Moment lang bricht Feuer aus dem Stab des Mannes, dann kommen die glühenden Kohlen zur Ruhe. Oder wie dein Name irgendeinem Lügner von der Zunge geht, dem sie gerade darauf liegt. Wenn du unbedingt einen Titel haben musst, Wächterin, den du mir anhängen kannst, dann nenn mich Duwens. Du beobachtest Seelen, ich dagegen prüfe sie. Wie hast du erkannt, dass ich eine Wächterin bin? Duwens schüttelt den Kopf und festigt den Griff in seiner Hand um seinen Stab. Ich kann die Fragen förmlich hochbrodeln sehen. Lass sie uns eine nach der anderen ausbrennen. I am a missionary. I walk this disease nation with its heathen. Its people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. Ich bin ein Missionar. Ich wandle über dieses kranke Land mit seinen Heiden, dessen Bevölkerung so achtlos mit ihren eigenen Seelen und denen anderer umgeht, unter ihnen Wächter. Ja, ich weiß, was du bist, und dein Name interessiert mich nicht. Namen sind für ehrbare Leute, dein Licht aber scheint aus einem viel dunkleren Ort. Wir sind meant to travel together, you and I. Ich saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. Du und ich, uns ist es vorgegeben, zusammen auf Wanderschaft zu gehen. Ich habe dich in den Flammen gesehen, nicht dein Gesicht, aber deine Seele. Der grunzt abermals und kneift die Augen zusammen, alles zusammengezogen wie ein Weibmannsknoten. Du hast meine Seele in den Flammen gesehen. There's things we can teach each other. If you're in need of answers to your mantle of questions. Die Dinge, die wir einander lehren können, solltest du Antworten benötigen, um deine Fragen zu manteln. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Ja, er scheint unseren Fragen teilweise auszuweichen oder sie mit Rätseln zu beantworten. Außer dir zwinge ich niemanden meine Worte auf. Es ist mir gleich, wer dich begleitet oder was ihre kärglichen Probleme und Angelegenheiten sind. In der Welt heute schon genug herum, ohne dass ich diese Feuer schüre. An euren Proviant werde ich mich auch nicht halten, denn ich brauche unterwegs nicht viel. Ich kann mein eigenes Gewicht gut tragen, sagt er und atmet ein, was auf dich wiederum wie ein Blaseball eines Schmieds wirkt und lächelt damit fast stolzer Miene, was nicht unerheblich ist. Also sein Gewicht. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Viele werden sich dir entgegenstellen. Er starrt dich einen Augenblick an, wobei er die Augenbrauen hochzieht. So wie es aussieht, haben sie das bereits und wohl ihre Zeichen hinterlassen, die du schlängelnd wie eine Spur hinter dir herziehst. Welche Art von Zeichen? Disease? Spirit Wind? Both could have touched you, yet here you stand. Er starrt dich fast stumpfsinnig an, dann aber konzentrierter ins Gesicht, dann in deine Augen. Krankheit? Seelenwind? Also ja, unsere Magen-Darm-Grippe sozusagen und der Beerwick. Er zuckt mit den Achseln. Beide hätten dich berühren können, aber trotzdem stehst du nun hier. Ja, bin ein Wächter. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames,
The pox doesn't strike twice, nor is it catching. Was die Krankheit angeht, er tippt auf die Pockennarben auf seinem Gesicht. Nicht alle von uns waren dem Wasser so nah, als die Pocken zuschlugen, aber ich trage sie nun nicht mehr in meinem Fleisch. Auch sie haben ihre Spuren hinterlassen. Aber wie die Flammen schlagen auch die Pocken nicht zweimal zu und sie sind nicht ansteckend. Ja, das ist ja das Tolle mit den Hühnerpocken und der Impfung. Gesellschaft wäre mir unterwegs sehr willkommen. Solltest dir deine steinerne Herren da gestatten, dann komm mit. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, nehmen wir mal das Mittlere. Sie? Du, uns wirft der Starter einen Blick zum Kichernder leise. Mach dir um ihre Eifersucht keine Sorgen. Sein Kichern erstirbt zu einem unverfälschten Lächeln. Lass uns sehen, was der Weg für uns bereithält, Wächterin. Ja, die Prüfungen des Duels. In Magas Grabelung traf ich einen merkwürdigen Priester, der vorgibt, dass wir vom gegenseitigen Befragen etwas erlangen müssen. Durens ist der Ansicht, dass er und ich zum gemeinsamen Reisen bestimmt wären und dass wir einander lehren könnten. Er ist ein Mann vieler Worte, der mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten zu bieten scheint. Aber vielleicht kann ich etwas Wissenswertes von ihm lernen, wenn ich lange genug mit ihm unterwegs bin. Jo. Durens leveln wir erstmal auf. Wissen hat er schon ganz schön. Er kriegt Athletik wie jeder andere und Überleben. So. Offensiv, Defensiv, Unterstützung. Waffe und Schild, Stellung halten, Reflexe der Schlange. Plus Reflexe, plus Tapferkeit, plus Wille. Anmutiger Rückzug, Verteidigung beim Zurückziehen, Feinde gebunden. Schneller Läufer, Bewegungsgeschwindigkeit, Verteidigung beim Zurückziehen, Kind der Flammen. Schockschaden, Geistesverfalls, Zersetzungsschaden, das ist böse. Schneller Wechsel, Wundpflege, Fett. Zeit brauchen wir jetzt mal erstmal alles nicht. Defensiv brauchen wir auch nicht. Zweihandstil, würde er mehr Schaden machen mit seinem Stab. Und ja, wir machen ihn mal ein bisschen nahkämpfermäßig, aber ich werde wahrscheinlich was aus seiner Klasse nehmen. Gegner erleiden Brandschaden durch strahlender Glanz, wäre zum Beispiel nicht schlecht. Verbot ist auch nicht schlecht. Wenn ich einmal pro Begegnung die Gegner benommen machen kann. Inspirierende Flamme. Genauigkeit mit Schwert und Arkebuse, das ist jetzt nicht so toll. Und einmal pro Ruhephase kann ich... Explosion der Sommerflamme abgeschwächt wirken. Das ist auch nicht so toll. Mehrender Glanz. Verringert die Heilung vom Glanz. Bufft aber. Aber nur der Priester. Den Priester, was nicht so toll ist. Nö. Inspirierender Glanz. Verbündete erhalten einen Genauigkeitsbonus. Nö, nehmen wir erstmal Verbot. Das ist am besten. So, nächste Stufe. Packen wir mal drei Punkte hier in Wissen. Und eins in Überleben. So. Jetzt kriegt er auch neue Zauber. Ja, und wir können mal einen Quicksave machen. I'm here. Gut, jetzt können wir die Gabelung erkunden. Ich werde erstmal diese Straße zu Ende gehen. Ach ja, und du gehst vor Alof. Dann werden wir erst den nördlichen Teil erkunden, dann den südlichen Teil. Wobei ich mir... mich ehrlich gesagt eher erstmal auf die blöde Feindgruppe da konzentrieren möchte, die da unten wartet. Die ist da oben. Mist. Du willst buff mal. Au, Alof kriegt eins ordentlich auf die Ömme.
So, Duins. Wirkbar heiliger Glanz. Und dann haust du auch auf den da drauf. Oh, die heilt sich. Das ist nicht so schön. Am besten mal alle erst auf sie, denn sie ist die Magierin. So, Duins kann gerade nicht mehr viel machen. So, alle auf eine Explosion und Edda hauen den mal um. Nö, das war's schon. Ah, der Kampf lief ganz gut, dafür, dass es eigentlich ein etwas schwierigerer Kampf war. Ludranas Befehle. Anscheinend habe ich keine andere Wahl, als die Befehle zu erteilen. Rendricks Truppen sind sehr ausgelassen, die Straße durch die Wildnis südlich von Galta ist unbewacht. Angesichts dieser günstigen Umstände kannst du wohl selbst ein paar Bauern erledigen. Die Bogenschützen haben mir gesagt, dass die Männer von Kolz nach Süden geflohen sind. Solltest du einen von ihnen ergreifen können, ließ ich mich eventuell überzeugen, dir deine früheren Fehler zu verzeihen. Zum letzten Mal halte dich von Tutzbucht fern. Wenn ich mich nicht einmal darauf verlassen kann, dass du mit wenigstens etwas Diskretion ein brauchbares Exemplar beschaffst, dann seid ihr gewiss, dass ich keinerlei Skrupel haben werde, stattdessen das mir zur Verfügung stehende Material zu verwenden. Oh.